Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung und ich freue mich in der Tat sehr, hier zu sein, nach langen Jahren auch mal wieder in diesem Raum. Ich kann mich noch erinnern, dass ich hier, ich glaube, es war damals die Einweihung dieses Raumes, Roman Herzog gehört habe, der damalige Bundespräsident, und war sehr beeindruckt von seinem Vortrag und habe mir natürlich lange überlegt, ob ich mich jetzt hier in dieses Ambiente hineinbewegen kann mit einem Vortrag, der doch dann auf wahrscheinlich einem etwas anderen Niveau liegt. War also sehr zögerlich, aber finde es immer wieder sehr nett, nach Nürnberg zu kommen und die alte Umgebung auch noch mal wieder wahrzunehmen. Bildung in Zeiten von Bologna, das ist ein Titel, der für diese Tagung vorgesehen ist und der auch Titel meiner Keynote ist hier. Und es ist ein Titel, der zunächst mal ohne Ausrufezeichen, aber auch ohne Fragezeichen verbunden ist. Kein Fragezeichen, also ist eigentlich Bildung im Zeitalter von Bologna noch möglich. Herr Paulsen hat das ja etwas angerissen. Oder Ausrufezeichen, ja, wir wollen Bildung im Zeitalter von Bologna wieder stärken. Das wäre eine andere Aussage. Es ist offen geblieben und es ist wahrscheinlich auch nach meinem Vortrag noch weiterhin offen. Meine Zielsetzung des Vortrags wäre in der Tat weniger hier eine klare Antwort zu geben, sondern Hinweise zum Nachdenken zu geben. Viele Hinweise zu geben, über die es sich zu diskutieren lohnt und die man dann im Fortgang der Tagung weiter verfolgen kann. Bildung ist, es wurde ja bereits gesagt, ein normativer Begriff. Es ist, wenn man so will, ja, der erstrebenswerte Zustand einer von Lehre und Studium an einer Universität. Bologna ist eher ein deskriptiver Begriff, der... Entschuldigung. Ja. Will sie nur nicht ignorieren. Das sieht immer so seltsam aus, wenn... ist ein deskriptiver Begriff, der im Grunde versucht, das zu beschreiben, was Lehre und Studium an der Universität ist. Es ist also ein Spannungsfeld zwischen Deskription und Präskription, zwischen Gegenwart und Zukunft. Und dieses Spannungsfeld ist natürlich sehr spannend und hat viele Möglichkeiten der Diskussion und des Diskurses. Ich will, bevor ich in diesen Diskurs einsteige, will ich Sie nochmal mit zwei Personen vertraut machen, die ich meine, es waren meine Lieblingspersonen in der Muppet Show damals. Der ein oder andere mag sich erinnern, Statler und Waldorf. Und ich erinnere mich an einen wunderschönen Sketch. Die beiden saßen ja immer auf einer Balustrade und schauten auf die Geschehnisse der Welt und kommentierten die in einer manchmal humorvollen, manchmal auch sehr bissigen Art. Und ich kann mich an einen Sketch erinnern, wo Statler zu Waldorf sagte, na, der Vortrag da unten ist ja ganz gut. Und Waldorf sagte, ja, gefällt mir auch ganz gut. Und dann Statler, worüber spricht er eigentlich? Waldorf, das hat er nicht gesagt. Und um genau dieses zu verhindern, will ich Ihnen sagen, worüber ich spreche. Und Sie sozusagen noch etwas frame für die nächsten vielleicht 40 Minuten. Wir haben ja dann auch noch die Möglichkeit zu diskutieren. Ich will also kurz eingehen auf Bologna, ohne jetzt in eine Polemik einzutreten, will ich aber schon die Linie von Bologna in den Anfangsjahren bis Bologna heute kurz skizzieren, um einfach einen Anker und Bezugspunkt zu haben. Will dann auf Bildung eingehen, Bildung aber in verschiedenen Facetten offerieren. Bildung kann eine Illusion sein, Bildung kann eine Vision sein oder Bildung kann so etwas sein wie ein pragmatischer Idealismus. Und Sie ahnen bereits, dass ich mich der dritten Position zuschreibe und würde Ihnen dann auch diese Position versuchen, etwas differenziert zu verdeutlichen. Bildung, Bologna sind zunächst mal sehr abstrakte Zugänge zum Thema. Ich würde dann im dritten Teil auf konkrete Herausforderungen in Form von Fragen an die Hochschulentwicklung kommen und hier auch versuchen, sozusagen die Linie hin zum erfahrbaren Alltag an den Hochschulen in Lehre und Forschung aufzuzeigen. Bologna. Man könnte sagen, Bologna, der Bogen, könnte man beschreiben vom Bashing zur Analyse.
Bashing war sicherlich das, was man vor 15 Jahren über Bologna gesagt hat. 2000, 2003, die ersten Universitäten in Deutschland waren sozusagen eine Implementierung dieses Bologna-Prozesses. Es gab aber eine Rhetorik, die sehr spitz, sehr zugespitzt, man könnte auch sagen, sehr polemisch war. Es gab dann das Wort von Humboldts Albtraum, ein Kollege von mir in St. Gallen, Franz Schultheiß, hat diesen Begriff mal geprägt, war ein Buchtitel von ihm. Akademischer Kapitalismus, Richard Münch aus Bamberg nutzte diesen Begriff, also die Ökonomisierung von Bildung, die Entfremdung des Bildungsauftrages an Universitäten, Endstation Bologna von Keller. Also es gab viele Schlagworte, die im Grunde zum Ausdruck brachten, dass etwas, was man immer mit der Universität eng verbunden hatte, ein Bildungsauftrag beispielsweise, es wurde ja dann auch etwas idealisierend vom Humboldtschen Bildungsideal immer wieder gesprochen, dass diese Zeit offensichtlich vorbei ist und dass sich Bildung an Universitäten nicht wiederfindet und stattdessen einer Ausbildung und einer Massenuniversität weichen muss. Es ist dann aber natürlich politisch verordnet, kann man sagen, zur Implementierung von Bologna gekommen. Und im Zuge dieser Implementierung hat sich auch eine sehr differenzierte Hochschulforschung entwickelt, mit vielen Studien, mit Forschungsprojekten, neuen Konzepten, also teilweise sehr analytisch, teilweise sehr gestaltend. Und wenn man das jetzt mal zusammenfasst, was im Zuge dieser, Forschungen, wenn man so will, als Status quo festzuhalten ist, dann kommt man von der Bewertungsseite her zu dem üblichen Bild des Glases, das halb voll oder halb leer ist, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich würde erstmal zustimmen, dass Bologna vieles an Universitäten verändert hat. Verändert hat, ohne dass man es vielleicht planend antizipiert hat, ohne dass man es vorher gewollt hatte. Es wurden gestufte Studienstrukturen eingeführt, Bachelor, Master, PhD. Diese Struktur gab es vormals im deutschsprachigen Europa nicht, hat man aus der angelsächsischen Welt übernommen. Man führte ECTS ein, Modularisierung. Positiv wahrscheinlich, dass sich die Lehre und Studium sehr viel deutlicher und sehr viel fokussierter in der Hochschulpolitik vor Ort abgebildet hat. Ein Zentrum, wie Sie das hier in Nürnberg haben, jetzt kriege ich das Akronym nicht so ganz zusammen, FZLHL oder so ähnlich, ja. Könnte man marketingmäßig noch mal drüber nachdenken, über dieses Akronym. Machen Sie gerne, aber das hatten Sie wahrscheinlich vorher schon auf dem Schirm. Also solche Zentren sind an fast allen Hochschulen entstanden. Es gab einen neuen Typus von Hochschulmitarbeiter, der sogenannte Third Space, also Mitarbeiter, die sich um Lehre und Studium kümmern, keine akademische Laufbahn einschlagen, aber auch nicht der Verwaltung zugeordnet sind, also sozusagen ein dritter Raum, eine dritte Welt. Die Verantwortlichkeiten für gute Lehre wurde in den Hochschulen auf mehreren Schultern verteilt. Es gab nicht nur einen Pro-Rektor oder Pro-Präsidenten, Vizepräsidenten Education, sondern der Dekan hatte nun diese Aufgaben. Als ich in St. Gallen Dekan war, war mein Großteil der Arbeit mit Berufungsvorträgen, mit Berufungsverfahren belastet und zum Zweiten aber auch mit vielen, vielen Studienfragen, also Studienprogrammentwicklungsfragen. Das sind alles Dinge, die entstanden sind und die zumindest mal ein Potenzial geschaffen haben, um Lehre und Studium an einer Universität weiterzuentwickeln. Gleichwohl gibt es weiterhin viele, viele Herausforderungen, die nur zum Teil auf die Bologna-Reform zurückzuführen sind. Vieles von diesen Herausforderungen bestand auch schon vor Bologna. Die Kohärenz der Studiengänge, also dass Studiengänge sozusagen aus einer additiven Sammlung von Einzelveranstaltungen bestanden, ist ein Phänomen, das vor Bologna bereits existierte. Ist durch Bologna vielleicht transparenter geworden, weil plötzlich auch Studiengangentwicklung auf der Agenda von Hochschulen stand. Die Zahl und das Niveau der Prüfungen ist ein Thema. Die Zahl der Prüfungen hat über die Modularisierung deutlich zugenommen, mit vielen Implikationen, Erledigungsdenken der Studierenden wurde forciert. Das Niveau der Prüfungen hat sich nicht notwendigerweise auch verändert.
nicht notwendigerweise auch zum Besseren. Auch heute sind in vielen Disziplinen eigentlich wissensorientierte Prüfungen dominant. Die Studierendenzentrierung ist zumindest mal programmatisch sehr viel stärker betont worden. Der sogenannte Paradigmenwechsel vom Lehren zum Lernen ist sozusagen die Rhetorik in die Poren der rhetorischen Ausstattung einer Universität eingedrungen, ohne dass damit natürlich auch schon konkrete Veränderungen stattgefunden haben. Hochschuldidaktik hat sich ausgebreitet, aber man muss sagen, die Hochschuldidaktik findet ohne Professoren statt. Wir haben ein in St. Gallen ein hochelaboriertes hochschuldidaktisches Lehrangebot. Wir sehen keine Professoren dort, sondern wir sehen den Mittelbau. Das ist nicht negativ zu sehen, aber es ist vielleicht eher noch unvollständig, unzulänglich. Man muss also überlegen, wie kommt man auch an die heran, die eigentlich Lehre maßgeblich mitbestimmen. Bildungsziele, viel Rhetorik im Sinne von, wir müssen nicht nur Knowing, sondern auch Doing und Being forcieren, also nicht nur sozusagen Wissen vermitteln, sondern wir müssen auch schauen, dass dieses Wissen anwendbar ist. Wir müssen auch schauen, dass sozusagen das Normative, dass die Haltung, die Einstellungen mit in die Lehre hineinkommen. Persönlichkeitsentwicklung, das, was ja auch Bildung ausmacht. Da sind wir, glaube ich, noch nicht so viel weiter, als das vor Bologna bereits der Fall war. Ich will aus diesen vielfältigen Facetten, die jetzt auch mit vielen Studien unterlegt werden könnten, jetzt drei Phänomene etwas herauskristallisieren und sie nochmal fokussieren. Ein Phänomen ist das, was man in der Psychologie Motivation Crowding nennt. Also der Ersatz von intrinsischer Motivation durch extrinsische Motivation. Konkret im Studienkontext bezogen auf Studierende spricht man von Motivation Crowding, wenn ein intrinsisches Interesse am Studiengegenstand, am Thema, ersetzt wird durch mehr organisatorische, verwaltungsbezogene Handlungsmaßstäbe. Und das ist der Fall, wenn man im Grunde beispielsweise seine Kurse nicht mehr aussucht nach eigenem Interesse, nach dem, was man sozusagen als Wissenserwartung an einen Kurs oder an einen Studiengang heranträgt, sondern nach Gesichtspunkten von, wie kriege ich möglichst viele Credit mit möglichst wenig Aufwand. Ich habe viele Gespräche mit Studierenden in Erinnerung, wo sie kommen und sagen, ihr Kurs ist ja ganz interessant, aber ich kriege diese Credits bei Kollegen X mit sehr viel weniger Aufwand. Oder ihr Kurs ist ja gut, aber da müsste es doppelt so viele Credits geben. Also es ist so eine ökonomistische Haltung dem Studium gegenüber, der über diese ECTS-Denke, glaube ich, sehr forciert wurde und der, und das ist das Problematische daran, zu einer Verdrängung intrinsischer Motivation durch extrinsische Motivation führt. Wir haben das auch mal in einer Untersuchung in St. Gallen versucht, etwas zu konkretisieren. Wir haben das erste Studienjahr genommen und wir haben dann eine Untersuchung gestartet und die Studierenden der Eingangskohorte, das sind in St. Gallen ca. 1300 Studierende in BWL und VWL, haben wir zu drei Messzeitpunkten mal untersucht um herauszufinden, wie entwickelt sich die Motivation der Studierenden im ersten Studienjahr. Skala von 1 bis 6, 6 die höchste Ausprägung und wir stellten fest, was uns natürlich gefreut hat, dass Studierende mit einer sehr, sehr ausgeprägten intrinsischen Motivation, also etwa Durchschnitt, Mittelwert um die 5 herum, an die Universität kommen. Dass sie mit großer Freude an das Studium herangehen, dass sie also wirklich Interesse haben, Ambitionen haben, emotional positiv ausgerichtet sind und das Studium eigentlich mit großem Elan und großer Energie beginnen. Was wir dann festgestellt haben, ohne dass ich jetzt auf die einzelnen Daten eingehe, dass sich diese Motivation im ersten Jahr deutlich reduziert hat. Man kann sagen, sie ist dann irgendwie in einem mittleren Bereich gelandet. Also sie ist nicht völlig verschwunden, sie ist nicht völlig abgestorben, aber sie ist deutlich, deutlich reduziert worden. Und das zeigt, dass es offensichtlich nicht gelingt, eine Anfangsmotivation von Studierenden im Studium
aufzunehmen und zumindest mal zu konsolidieren. Trifft sich im Übrigen auch mit den Erfahrungen und Befunden aus vielen anderen Untersuchungen, in anderen Bildungsinstitutionen, in denen man ebenfalls feststellt, dass Schüler, beispielsweise Grundschüler, mit großer Motivation, mit großem Elan in die Schule gehen und dann mit der Zeit einfach diese Motivation verlieren. Man hätte fast den Eindruck, dass beispielsweise Grundschüler mit roten Backen und ihrer Schultüte die Schulzeit beginnen und nach ein, zwei Jahren im Grunde der Weg in die Schule fast dem Weg zum Zahnarzt gleich, also mit sehr viel Belastung und wenig Freude. Ein zweites Phänomen kann man überschreiben mit Prokrastination, also sozusagen die Verschiebung oder die Verdrängung des Lernens oder des Studierens auf später. Hier gibt es die interessante Beobachtung, dass wir auf der einen Seite seitens der Studierenden immer wieder hören, dass sie sich hoch belastet fühlen, dass sie sich unter Druck fühlen, dass sie das Studium als eine sehr druckvolle, sehr belastende und sehr erschwerende Angelegenheit empfinden. Auf der anderen Seite gibt es Zeitstudien von Schulmeister und Metzger, die bekannte, die deutlich macht, dass eigentlich die Wochenarbeitszeit eines durchschnittlich Studierenden je nach Disziplin zwischen 15 und 30 Stunden beträgt. Mit Varianz, es gibt auch die Studierenden, die weit über 40 Stunden sind, es gibt auch dann die, die weit unter 15 noch bleiben, aber der Durchschnitt liegt so je nach Disziplin zwischen 15 und 30 Stunden. Und das ist natürlich erstmal eine deutliche Diskrepanz zwischen dem subjektiven Belastungsempfinden, das darauf hindeutet, mindestens 60-Stunden-Woche, und dem messbaren, der messbaren Aktivität für Studium, die eben in diesem unteren Bereich von 15 bis 30 Stunden liegt, also sozusagen einen Halbtagsjob indiziert. Da gibt es natürlich dann über qualitative Studien auch viele vertiefende Erläuterungen zu, die man aufnehmen kann. Fakt ist, dass viele Studierende im Grunde ihre Studienzeit sozusagen separieren. Und ich kann das an vielen Studierenden aus meiner Universität eigentlich sehr deutlich nachvollziehen. Sie sagen, ich setze mich in Lehrveranstaltungen, um erstmal zu sammeln, alle möglichen Materialien zu sammeln, zu schauen, worauf legt der Dozierende besonders Wert. Man notiert, man notiert, man notiert, aber verarbeitet das nicht, reflektiert das nicht. Die Reflexion oder zumindest mal die Verarbeitung dieser Inhalte geschieht dann in der Prüfungsvorbereitung, die dann meistens nach dem Semester stattfindet. Und man differenziert sehr klar zwischen sozusagen der Präsenz in Lehrveranstaltungen und der Lernzeit. Also die Studierenden sagen daraus, ich muss jetzt wieder zwei Wochen lernen. Das ist die Prüfungsvorbereitung für sie. Also sie gehen in eine Lehrveranstaltung nicht, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern um erstmal zu sammeln und das dann zu einem späteren Zeitpunkt zu reproduzieren und für die Prüfung aufzubereiten. Und das ist ein Verhalten, was dann letztlich auch zu einem Studienverhalten führt, das natürlich keine Tiefe bekommt, sondern das sozusagen ein gewisses Oberflächenlernen mit sich bringt. Natürlich gibt es da auch viele Erklärungen seitens der Studierenden. Sie müssen nicht nur im Grunde Lehrveranstaltungen besuchen bzw. studieren, sondern sie haben einen Nebenjob, um ihr Studium zu finanzieren. Sie müssen auch, um später Karriere machen zu können, Praktika nachweisen. Da gibt es ja, wir haben so einen Career Service in St. Gallen und da gibt es so eine Checkliste, was man eigentlich im Studium alles machen muss, Bucketlist für Studierende. Und da heißt es, man muss mindestens ein Auslandssemester haben, man muss mindestens ein Praktikum haben und, und. Und das ist sozusagen der heimliche Lehrplan. Das ist das, was ein Studium strukturiert und die eigentliche Auseinandersetzung mit einem Thema kommt dann weit nach hinten. Ein drittes Phänomen würde ich bezeichnen als Studium ohne normativen Kompass. Studium ist für viele sozusagen die Aneinanderreihung von Lehrveranstaltungen und es ist nicht das, was Ronald Barnett mal formuliert hat oder sehr kritisch formuliert hat, Universities are no longer permitted to be places of mystery, of uncertainty,
of the Unknown. Also es ist nicht der Platz, in dem man sich mit offenen Fragen auseinandersetzt, in dem man mit seinen Fragen an Dozierende herantritt, sondern es ist ein konsumistisches Verhalten. Ich will gleich auch sagen, das ist sehr generalisierend gemeint. Es gibt natürlich solche und solche Studierende, ich komme noch darauf zurück. Aber es ist sozusagen eine Tendenz, dass eigentlich Studium so nicht mehr diesen Sinngehalt hat, nicht mehr diesen normativen Kompass hat. Warum studiere ich? Was will ich im Studium erreichen? Was ist dieses Studium? Was bedeutet dieses Studium für mich als Person und als Persönlichkeit? Es ist also, wenn man so will, ein rastloses Abarbeiten der Agenda und wenig Begeisterung für das Neue. Und wird dann oft auch in der Literatur dieser Gegensatz aufgebaut. Universität wird mehr und mehr zum Trainingslager für das Berufsleben und immer weniger als Irritationsmedium für das Bestehende. Also wenn Universitäten auch die Funktion haben sollen, Bestehendes nicht nur zu rezipieren, sondern auch in Frage zu stellen, dann muss Studium anders aussehen als sozusagen das Geben von Antworten. Es gibt ja, vielleicht kennen Sie diesen schönen Film mit Barbara Streisand, Jentl. Da gibt es diesen schönen Dialog, dass ein jüdischer Schüler sagt, mein Vater, mein Rabbi, der ist Rabbi und er hat auf jede Frage 10 Antworten. Worauf Jentl dann antwortete, mein Vater ist auch Rabbi, aber er hat auf jede Antwort 10 Fragen. Und wenn man das mal auf die Universität bezieht, dann wäre eigentlich die zweite Haltung eigentlich die weiterführende. Ja, bei diesem normativen Thema sind wir natürlich dann genau beim Thema Bildung und bei der Frage, was bedeutet denn Bildung heute noch im Kontext eines Bologna-geprägten Universitätsbetriebes? Und wenn wir jetzt über Bildung reden, dann stellen wir natürlich fest, dass es nicht ein Bildungsverständnis gibt, sondern ich habe einfach mal wahlfrei einige hier aufgelistet. Ein breites Spektrum an sehr unterschiedlichen Bildungsverständnissen. Es gibt natürlich ein materiales Bildungsverständnis, das sagt, Bildung ist sozusagen der Besitz ganz bestimmten Wissens. Und das ist je nach Zeit ein sehr unterschiedliches Wissen. Das ist mal zu bestimmten Zeiten die Fähigkeit gewesen, sich über die griechische Antike zu unterhalten. Es ist zu anderen Zeiten die Fähigkeit gewesen, vielleicht Informatik besonders gut zu beherrschen, weil angeblich Informatik das logische Denken schult und so weiter. Also es gibt viele Verständnisse von Bildung. Das Markante von Bildung, wenn man es jetzt mal bildungstheoretisch aufnimmt, ist, dass Bildung sicherlich mehr ist als Wissen. Mehr ist als der Besitz ganz bestimmten Wissens. Es hat sehr viel zu tun auch mit der Entwicklung von Haltungen und mit der Entwicklung von Persönlichkeiten. Ich will das an zwei Beispielen mal dokumentieren. Es sind zwei Beispiele, die ich geschöpft habe aus Aufnahmeprüfungen zweier Universitäten. Einmal der ENA, eine französische Elite-Universität in Paris, und zum zweiten der Oxford University. An der ENA gibt es dann ein Gespräch, ein Aufnahmegespräch, und da wird, das ist ein Beispiel, wird dann der Kandidat gefragt, wie tief ist die Donau in Wien? Jetzt würde sozusagen ein materialistisch gebildeter Mensch sagen, ich muss jetzt genau wissen, wie viele Meter das sind, und die erwarten jetzt von mir die richtige Antwort. Keineswegs, man erwartet überhaupt keine metrische Angabe, sondern man will im Grunde jemanden testen, ob er mit einer Frage, die keine klare Antwort hat, flexibel umgehen kann. Und man will auch testen, wie man damit umgeht. Die richtige Antwort wäre hier beispielsweise, na, es kommt darauf an, wo Sie in Wien messen und wo würden Sie denn messen? Würden Sie von der Brücke zum Fluss oder vom Fluss, von der Flussoberfläche bis zum Grund messen? Also die richtige Antwort wäre sozusagen das Rückspiegeln einer Frage. Weil, und das ist sozusagen die dahinterliegende Haltung, der Habitus, wie man dann in der Soziologie sagt, es kommt darauf an, dass man im Grunde immer die Fragendominanz hat. Es ist ein Teil des Habitus, dass man
als jemand, der sozusagen die Konversation steuert, auch die Fragen dominiert. Und die richtige Antwort wäre genau die Rückspiegelung einer mehr oder weniger sinnvollen Frage. Oxford University lässt einen Essay schreiben mit einem Titel beispielsweise, Was ist Mut? Auch hier erwartet man jetzt nicht gesammeltes Wissen philosophischer, soziologischer, psychologischer Art, sondern man erwartet eine gewisse Art von Originalität. Und eine Top-Antwort wäre, ein leeres Blatt abzugeben und zu sagen, das ist Mut. Auch hier, es kommt eigentlich nicht sozusagen auf Wissen an, es kommt sozusagen auf den Habitus an. Es kommt darauf an, dass man sozusagen in einer sozialen Interaktion, man könnte sagen standesgemäß, das ist ein feudalistischer Begriff, aber standesgemäß agiert und reagiert. Und diese Art von Bildungsverständnis ist natürlich sehr stark geprägt auch oder sehr stark konnotiert mit einem gewissen sozialen Standort in der Gesellschaft. Also in dem Sinne hat Bildung nicht nur auch die Funktion, soziale Ungleichheit möglicherweise etwas zu verringern, sondern auch soziale Abgrenzung zu dokumentieren. Denn diese Art von Antwort vor der ENA schaffen natürlich Leute aus einer sozialen französischen Schicht eher, die sozusagen diesen Habitus des Dominieren-Könnens in sozialen Interaktionen beherrschen. Und Leute aus anderen sozialen Schichten, die würden sehr stark darauf abheben, ja, jetzt die richtige Antwort zu suchen. Also es hat etwas auch sehr Schichtspezifisches. Also vor diesem Hintergrund ist Bildung erstmal ein sehr unscharfer Begriff, was im akademischen Bereich immer die Herausforderung mit sich bringt, dass man für sich selbst dieses Bildungsverständnis bestimmen und definieren soll. Im Kontext von Bologna wurde dann Bildung auch sehr stark mit Employability verbunden. Und Employability bedeutet, es wurde immer auch darauf geachtet, inwieweit ist das, was man lernt an einer Universität, verwertbar. Sie erinnern sich vielleicht, vor 2, 3 Jahren gab es mal in allen großen Medien diesen Tweet einer 18-jährigen Gymnasiastin, die dann über Twitter verkündete, ich bin fast 18, habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben in 4 Sprachen. Das zeigt sozusagen das Spannungsfeld auf, wie man Bildung sozusagen konnotieren kann. Und es brachte zumindest mal in gewissen Kreisen auch eine intensive Diskussion darüber, ist eigentlich Nützlichkeit und Verwertbarkeit, Vereinbarkeit mit einem Bildungsverständnis. Und auch hier kann man jetzt utilitaristische, ethische Zugänge bemühen. Ich will es relativ pragmatisch aufnehmen. Ich persönlich halte die Verwertbarkeit und den Nutzen von Dingen, die man lernt, als nicht verwerflich, und ich halte sie durchaus auch als kompatibel mit einem gewissen Bildungsverständnis. Ich will es mit einigen Beispielen vielleicht etwas illustrieren oder mit Fragen. Ist zum Beispiel das Wissen über Kunstgeschichte nützlich für einen Banker? Man wird jetzt sagen, das sind zwei Welten, die gehören nicht zusammen. Kunstgeschichte, klar, wird man sofort sagen, ja, materieller Bildungsbegriff, Wissen über Kunst und das in einem historischen Kontext hat eine Bildungsqualität, aber Banker, die sollen noch etwas wissen, wie man Geld macht und vieles andere mehr. Aber für einen Banker kann auch Kunstgeschichte dann nützlich werden, wenn sie zum Beispiel mit vermögenden Kunden zu tun haben und Smalltalk gestalten müssen. Dann kann das sozusagen ein Teil des Akquisegespräches sein. Also Kunstgeschichte kann als Inhalt auch sehr nützlich, sehr verwertbar sein. Man könnte auch fragen, ist Wissen über Ökonomie nützlich für einen Künstler? Ja, sicherlich sehr nützlich, wenn er sich am Leben halten will, wenn er sozusagen seine Kunst auch auf dem Markt so weit vertreiben will, dass er davon leben kann. Könnte auch sagen, ist zum Beispiel Wirtschaftsethik oder Ethik generell, ist das nützlich oder ist das sinnvoll für einen ökonomistisch verengt denkenden Banker? Sie merken, sehr plakativ, solche Leute gibt es ja nicht, aber ich will es einfach ein bisschen zuspitzen.
Ja, natürlich ist das sinnvoll. Ich war in der Summer School in Harvard vor einiger Zeit und da kamen einige, die Banking und Finance studierten dort und sie sagten, na eigentlich ist Ethik, interessiert mich eigentlich nicht besonders, aber wir müssen uns jetzt diesen ganzen ethischen Diskussionen stellen nach der Finanzkrise und wir müssen uns mit diesen ethischen Dingen jetzt auseinandersetzen. Also nehme ich mir sozusagen, kümmere ich mich um die Ethik, um einfach in diesen Argumentationen auch denen, die dort sehr proaktiv auftreten, Paroli bieten zu können. Sie nutzen also ein bestimmtes Wissen, um eigentlich eine ganz andere normative Haltung zu vertreten. Also man merkt hier diese Schwarz-Weiß-Denke, es gibt ganz bestimmte Inhalte, Kunstgeschichte und so weiter, die sind eher bildungsaffin und andere Dinge handeln im praktischen Leben, das ist, hat eher wenig damit zu tun, ist längst nicht so klar. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, kann man zunächst mal sagen, dass die Verwertbarkeit der Nutzen einem Inhalt nicht per se anhaftet, sondern durch die Kontexte bestimmt wird. Und der Nutzen ist potenziell immer vorhanden. Religionsphilosophie ist das Berufswissen eines Pfarrers. Also das hat alles sehr kontextbezogene Konnotationen. Jetzt bezogen auf Bildung, nachdem ich das sozusagen etwas aufgerissen habe, will ich so einige Punkte einfach so im Sinne eines pragmatischen Idealismus zum Denken anbieten, so könnte man es sagen. Erstmal, Bildung bedeutet für mich die Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft. Das heißt, es bedeutet im universitären Kontext, dass man in der Lehre Dinge fragwürdig machen muss. Fragwürdig im engeren Sinne des Wortes. Es bedeutet, dass man nicht zu jeder Frage 10 Antworten bietet, sondern für eine vermeintliche Antwort 10 Fragen aufweist. Um das Beispiel von eben nochmal zu bringen. Weil die Zukunft ist ungewiss und wir bereiten heute Studierende auf eine Welt vor, die wir nicht kennen können. In der vieles von dem, was wir heute als Wissen, als gesichertes Wissen dokumentieren, in 15 Jahren schon wieder obsolet ist. Also müssen wir im Grunde genau diese Vergänglichkeit oder diese Schnelllebigkeit, diese Innovationsrasant antizipieren. Bildung hat im universitären Kontext neben Wissen und Fertigkeiten vermitteln, neben Knowing und Doing, immer auch Being zum Gegenstand. Die Vermittlung von Haltungen und Persönlichkeiten. Man könnte sogar so weit gehen, als Dozierender, als Professor, kann man gar nicht anders. Man ist immer auch ein Modell, in welcher Art auch immer, das man entweder ablehnt oder das man gerne imitieren oder das man modifizieren möchte. Also man muss immer sehen, dass man als Person, als Persönlichkeit auch immer mitwirkt. Dewey hat mal gesagt, der eigentliche Treiber von Lernen ist eigentlich die Person des Lehrenden. So, und das bedeutet, dass wir auch diese Dimension einfach sehen müssen und mit auch konstruktiv gestalten müssen. Inhalte sind exemplarisch, aber sie sind exemplarisch. Also das bedeutet, Studium in dieser Vorstellung heißt nicht sozusagen in die Breite gehen, sondern mehr die T-Struktur, Überblick in der Breite, aber dann exemplarisch in die Tiefe gehen. Und das hat unmittelbare Konsequenzen für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen. Das heißt nicht, dass man sozusagen enzyklopädisch alles abarbeitet und am Ende feststellt, nun ja, es sind dann doch viele Inhalte hinuntergefallen, sondern es heißt eigentlich einen Überblick geben und dann aber in der Tiefe methodische Auseinandersetzung mit dem, was man im jeweiligen disziplinären Kontext vermitteln will, dann einübt. Und wichtig, und das ist fast eine Trivialität, aber eine sehr bedeutende Trivialität, wichtig ist immer Zeit. Man braucht Zeit, um Dinge reifen zu lassen. Und wenn man das jetzt ein bisschen persifliert, könnte man sagen, Bildung findet jetzt bezogen auf dieses Cartoon immer an Schalter 1 statt, nicht an Schalter 2. Man braucht einfach Zeit. Und wenn man Glück hat, ist man dann durchaus auch nicht so gedrängt und gehastet wie an Schalter 2. Ja,
So viel einfach zur Bildung. Wie gesagt, keine fertigen Antworten, aber vielleicht einige Anregungen, über die es sich lohnt, weiter nachzudenken. Kommen jetzt dazu, diese noch sehr generellen, sehr abstrakten Überlegungen etwas herunterzubrechen. Herunterzubrechen auf die Hochschulentwicklung, also auf die Frage, wie kann man jetzt sozusagen diese Überlegungen in konkrete Gestaltungspostulate überführen. Auch hier mehr Fragen als Antworten. Ich will im Grunde drei Fragen aufreißen. Drei Fragen, die sozusagen für einen Didaktiker sehr selbstverständlich sind, die man aber auch durchaus auf organisationale Kontexte übertragen kann. Nämlich die erste Frage wäre, welche Bildungsziele bzw. Leitbilder bilden die Grundlage für die Gestaltung von Lehre und Studium? Also das ist eine Vergewisserung nochmal. Was wollen wir auf der Ebene der Organisation Universität, auf der Ebene eines Studiengangs oder auf der Ebene einer Lehrveranstaltung normativ bewirken? Die Vergewisserung nochmal dessen, was wir erreichen wollen. Dann eine zweite Frage wäre, mit welchen Erwartungen, mit welchen Haltungen und mit welchen Kompetenzen kommen Studierende an die Universität? Also der Blick auf die Lernenden, auf die Studierenden. Und die dritte Frage ist ja vielleicht der Lackmustest für die Umsetzung. Was kann man von Lehrenden an einer Universität erwarten im Hinblick auf die Realisierung von Bildungszielen und den Umgang mit zunehmend heterogener werdenden Studierenden? Das wären so die drei Fragen, die ich jetzt skizzenhaft nochmal etwas aufnehmen möchte. Bezogen auf die Ziele kann man jetzt verschiedene Zugänge wählen. Ich wähle mal einen ersten Zugang, der von den Absolventen her denkt. Also die Ausgangsfrage wäre hier zu fragen, welches Bild über einen Absolventen habe ich, wenn ich als Lehrender einer Universität Lehre mitgestalte? Was wäre für mich ein Absolvent, der die Universität, den Studiengang mal verlässt? Was müsste der können? Was wären da sozusagen die prägenden Merkmale? Was wären die wesentlichen Eigenschaften? Und da kann man jetzt einfach einige Gegensätze mal deutlich machen. Die sind sehr polarisierend, aber Extreme machen ja anschaulich und erleichtern vielleicht auch die Positionierung. Habe ich von dem Absolventen das Bild, dass er das Vorgegebene, das Gedachte, also Theorien, ob aus Büchern oder von Lehrenden vermittelt, Dozierenden vermittelt, dass er sie gut wiedergeben kann, dass er ein profundes Wissen hat? Oder habe ich ein Absolventenbild, das darauf hinausläuft, dass er sein eigenes Denken weiterentwickeln kann, dass er weiß, wie man methodisch Probleme aufnimmt und Inhalte eigentlich nur exemplarisch und anekdotenhaft aufnimmt? Jemand, der gut nachreden kann, oder brauche ich jemand, der, oder will ich jemand, der gut nachdenken kann? Will ich passgenaue Maschinenräder, die sozusagen in die Infrastruktur der Abnehmerorganisation passen? Oder will ich kreative Querdenker? Will ich Beschäftigungsfähigkeit oder Gesellschaftsfähigkeit? Will ich jemand, der sozusagen beispielsweise ein guter Ökonom ist, aber auch nur ein guter Ökonom, oder will ich jemand, der sozusagen Ökonomie auch gesellschaftlich einbetten und denken kann? Will ich begradigte Lebensläufe, wo ich dann als Personalchef einen wie den anderen vorfinde, als Abnehmer, oder will ich farbige Persönlichkeiten, die sich dadurch kennzeichnen, dass sie jeweils etwas sehr Spezifisches haben? Das sind alles Gegensatzpaare, man kann das natürlich jetzt erweitern. Mir käme es darauf an, dass man nicht einfach sozusagen im Hamsterrad des Alltagsbetriebes vielleicht sich an den Lehrzielen des Modulhandbuches abarbeitet, sondern dass man sich gelegentlich auch darüber vergewissert, welchen Absolventen will ich eigentlich haben, welche Absolventen sollen mit der FAU als Universität verbunden sein. Könnte jetzt Beispiele aus St. Gallen nennen, die sehr kritisch sind und die uns dann manchmal auch etwas nachlaufen. Finanzkrise, da wurden dann die raffgierigen Banker in der Schweiz von der UBS und der Credit Suisse dann sehr eng mit der Universität St. Gallen verbunden, Absolventen der Universität St. Gallen, weil sehr, sehr viele
gehen natürlich in den Banking-Bereich. Und das ist dann sozusagen ein Absolventenleitbild, das von außen projiziert wird auf die Universität, mit der man dann nicht unbedingt identifiziert werden möchte. Ein zweiter Zugang wäre, dass man sich überlegt, gerade jetzt im Kontext von Digitalisierung, auf die ich dann aber auch jetzt nur marginal eingehen kann, wie positioniert man eigentlich das Leitbild eines Absolventen im Kontext einer digitalen Arbeitswelt? Und da muss man sich im Grunde Gedanken darüber machen, will ich jetzt Informationskompetenz, Information Literacy stärken? Ist das sozusagen das primäre und möglicherweise das einzige Ziel? Oder würde es nicht eher darum gehen, die Kompetenzen zu stärken, in denen der Mensch der Maschine, in Anführungszeichen, noch überlegen ist? Also das sind soziale Kompetenzen, das sind Selbstkompetenzen, das sind andere Fähigkeiten, kritisches Denken, reflexives Denken, die, manche würden sagen, auch die Maschine in ein paar Jahren ganz gut kann, aber im Moment ist es halt dann doch noch etwas anders. Also will man sozusagen die Differenz zur Technologie ausbilden oder will man sozusagen die besondere Bedienfertigkeit der Technologie unterstützen? Ein weiterer Punkt, das schließt an eine Bemerkung, die ich vorhin bereits machte, will man sozusagen einen kurzfristigen Bedarf der Praxis befriedigen oder will man Potenziale bei Menschen entwickeln, Potenziale, die offen sind? Es gibt ja dieses immer wieder geforderte Diktum, dass das Studium praxisorientiert sein soll. Was heißt das eigentlich? Welche Praxis meinen wir? Gerade in der Ökonomie haben wir die Praxis von Großunternehmen oder von Kleinunternehmen vor Augen. Soll die Praxis sozusagen repliziert werden oder soll sie kritisch weiterentwickelt werden? Das sind alles offene Fragen. Also Praxisorientierung ist ein sehr offener Begriff, den man für sich klären muss. Dann ein der Berufsschulforschung eigentlich ein Terminus, den man schon lange mit sich führt, der aber auch häufig sehr inhaltsleer geblieben ist, Bildung durch Wissenschaft. Also wie kann man über wissenschaftliches Denken, akademisches Denken, wissenschaftliches Arbeiten auch Bildung befördern und was bedeutet das eigentlich? Und einige Chiffren, die mir da eingefallen sind, wären, dass man sowohl Wissen, also in der Sache stehen, als auch Gewissen, im Sinne von zu einer Sache stehen, entwickeln muss. Dass das immer Hand in Hand gehen muss, dass man nicht Wissen sozusagen wertfrei vermitteln kann, sondern immer auch normativ mitdenken muss. Dass man nicht nur sprechen, also etwas präsentieren, sondern auch widersprechen einüben muss. Deep Learning statt Surface Learning. Auch hier gäbe es nun viele Zugänge, die aber, glaube ich, die Richtung sehr deutlich machen. Es geht nicht darum, sozusagen einen breiten Fundus von Wissen zu reproduzieren. Es geht darum, Wissen exemplarisch aufzunehmen und das aber dann mit Haltungen, mit methodischen Vorgehensweisen und so weiter zu verbinden. Ein drittes Angebot, sozusagen die Zielebene etwas zu präzisieren, wäre, sich zu überlegen, was sind denn sozusagen Aktivitätsschwerpunkte oder Handlungsschwerpunkte von Studierenden? Sie sollen Dinge verstehen, klar, sie sollen Theorien verstehen, um sie dann auch anwenden, bewerten, evaluieren zu können. Aber sie sollen auch lernen, sich verständigen zu können. Sie sollen auch lernen, Verantwortung übernehmen zu können. Ich kann mich erinnern, das war jetzt auch an der FAU, da hatte ich jedes Jahr 100 mündliche Prüfungen. Und da kam mal ein Student nach der mündlichen Prüfung, die lief dann nach dem letzten Semester und sagte, das war heute für mich der erste Tag, an dem ich an der Uni etwas sagen musste. Das fand ich damals fast erschütternd, weil das ist heute sicher alles ganz anders und das lag möglicherweise auch an meiner Lehre. Aber ich fand es auch in gewissem Sinne etwas kennzeichnend. Studierende brauchen nicht wirklich Verantwortung im Unibetrieb zu übernehmen. Es sei denn, sie engagieren sich in einer studentischen Organisation und so weiter und so weiter. Und was bedeutet das für das Lehren, also für Ihre Tätigkeit als Lehrende? Meines Erachtens sind es drei sehr dominante Dinge, die man forcieren muss. Nämlich zum einen die Entwicklung von herausfordernden Problemstellungen, an denen die Studierenden wachsen können. Also nicht sozusagen Inhalte, Antworten bieten, sondern Fragen und Probleme zum Ausgangspunkt des Lernens machen.
Dann die eigene Person als Vorbild, manchmal auch als Nachbild zu verstehen, an denen sich Leute orientieren können, also sich selbst als Person mit einbringen. Und schließlich Gemeinschaften an den Hochschulen schaffen, an denen sich die Studierenden aufgehoben fühlen. Das sind so Prinzipien, das sind Leitsätze, die man natürlich auf den konkreten Kontext herunterbrechen muss, aber die vielleicht eine gewisse Orientierung bieten. Ich komme auf Fragen im Hinblick auf die Studierenden. Auch hier wieder etwas verkürzt. Man versucht ja Studierende immer so ganz generalistisch auf so etwas wie eine Generationengestalt herunterzubrechen. Die 68er beispielsweise. Ich habe ja so Mitte der 70er Jahre, Ende der 70er Jahre studiert. Da wurde man immer mit diesen 68er konfrontiert. Und heute reden wir nicht von den 68er. Klar, die Zeit ist vorbei, das ist 50 Jahre her. Heute reden wir von der Next Generation, von Digital Natives, Generation Y. Also das ist der Versuch sozusagen, so eine Generationengestalt darzulegen, über die man dann das Verhalten, die Erwartungen von Studierenden erklären und beschreiben will. Und ein sehr verkürzter Ansatz ist heute zu sagen, ja, die Studierenden sind alle Digital Natives, die sind alle vernetzt, die haben ihre Smartphones Tag und Nacht. Sie erleben die Welt durch digitale Fenster und so weiter. Und das bedeutet, dass man auch die Lehre anders gestalten muss. Also sie wollen lernen, wie sie spielen, kreativ, nicht linear, bildlich. Wenn man das mal zum Ausgangspunkt nimmt, dann findet man natürlich auch hier Beispiele von Studierenden, bei denen das zutreffen würde. Aber, und das will ich hier einfach nur so als Relativierung mit einbringen, Untersuchungen zeigen eigentlich, dass die Jugendlichen, sind es abgebildet die 14- bis 24-Jährigen, also auch durchaus der Range von der Altersrange von den Studierenden heute, dass das sehr differenziert zu sehen ist. Da gibt es natürlich diejenigen, die internetsouverän sind, die mit digitalen Medien sehr souverän umgehen. Aber es gibt auch die Verunsicherten, es gibt auch die wenig Affinen, es gibt die, die auch eine große Distanz haben. Ohne dass ich jetzt auf diese ganzen Details eingehe, will damit sagen, es gibt eine große Varianz. Und das bedeutet, egal welches Kriterium Sie nehmen, Sie haben es immer mit einer großen Heterogenität von Studierenden zu tun. Und als Lehrende kann man sich nicht sozusagen auf einen Typus einstellen oder einordnen, sondern man muss immer dieser Vielfalt in irgendeiner Weise gerecht werden. Bezogen auf Digitalisierung, früher hieß das ja mal CBT, dann E-Learning, dann war es WBT, also digitales Lernen hat ja viele Vorläufer, das ist ja im Grunde nur in einer langen Entwicklungskette jetzt mal wieder ein Zwischenstatus hier. Gibt es mittlerweile einige Untersuchungen, die sich mit der Frage beschäftigen, wenn denn Jugendliche so medienaffin sind, wenn sie Smartphones und Tablets und alles Mögliche in ihrem privaten Kontext benutzen, heißt das auch, dass sie mit diesen Medien prioritär lernen wollen? Und da sind die Befunde sehr ernüchternd. Also es gibt eine sehr gute Untersuchung, auch eine Meta-Analyse dazu von Schulmeister und Lovicatch. Die haben gesagt, also die kommen zu dem Ergebnis, Studierende sind zwar medienaffin, aber sie sind nicht deshalb auch schon medienkompetent. Und weitergehend, sie sind über dieses Task-Switching, und wenn Sie mal in Lehrveranstaltungen genau hingucken, dann wissen Sie, was das bedeutet. Ich hatte kürzlich eine Hospitation an der Uni, habe mich in die letzte Reihe des Vorlesungssaals gesetzt und habe mal geguckt, was da auf dem Bildschirm so passierte. Da würde man sagen, netto Aufmerksamkeitszeit von einer Stunde waren vielleicht 10 Minuten. Alles andere, die einen machten ihre Bankgeschäfte, die anderen waren in Instagram und weiß ich was allem. Also da passiert vieles, was nicht mit der Lehre zu tun hat. Und das ist letztlich Task-Switching, was lernpsychologisch bedeutet, dass die Aufmerksamkeit völlig diffundiert und im Grunde die Fokussierung auf das, was sozusagen im Kern einer Lehrveranstaltung steht, in der Regel nicht da ist. Korrespondiert auch sehr mit diesem Verhalten sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt dann reproduzieren wollen. Und das bedeutet, dass die private Nutzung digitaler Medien sich in der Regel nicht auf das Lernen überträgt. Das heißt, aus der Tatsache, dass jemand sehr medienaffin ist, kann man nicht schließen, dass Studierende auch sehr
prioritär oder präferenzmäßig sehr, sehr gern noch mit Medien lernen. Was sie gern haben, ist digitaler Lernkomfort. Also die ganze MOOCs-Diskussion ging genau in diese Richtung. MOOCs sind ja im Grunde ja, die digitale Form der am wenigsten interaktiven Veranstaltungsform. Es wird eine Vorlesung aufgezeichnet, manchmal mit behavioristischen Multiple-Choice-Fragen noch unterlegt. Und das ist es. Und wir wissen, alle Vorlesungen sind nun nicht gerade sehr interaktiv in aller Regel. Und seltsamerweise waren MOOCs zumindest für eine gewisse Zeit besonders Hype, deshalb, weil es den Studierenden dadurch möglich wurde, nicht morgens um 7:45 in der Vorlesung zu sitzen, sondern das dann wann immer Tag und Nacht auf ihrem Laptop dann anschauen zu können. Und das ist Lernkomfort, das ist aber nicht Verbesserung des Lernens. Das ist keine Innovation des Lernens, sondern es ist einfach nur mehr Komfort in der Darbietung des Bestehenden. Und das muss man sehr genau unterscheiden. Also wenn man jetzt in digitale Gestaltung geht von Lehren und Lernen und Studium, ist es eigentlich eine Verbesserung des Lernkomforts oder schafft man auch einen didaktischen Mehrwert? Es gibt viele Möglichkeiten, didaktischen Mehrwert über digitale Medien zu verbessern, meistens aber sehr voraussetzungsreich von den Lehrkompetenzen her und auch von den Kosten von der Infrastruktur her. Gut, damit komme ich dann auch genau auf den letzten Punkt, nämlich auf die Lehrenden und die Kernfrage, sozusagen hochschuldidaktisch oder auch aus der Perspektive der Hochschulentwicklung wäre, zu fragen, sind die Lehrenden an der Universität bereit und fähig, eine heterogene Gruppe von Studierenden bei der Entwicklung anspruchsvoller Bildungsziele zu fördern? Ich will auch das mit Fragen einleiten. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen in den Urlaub und da sitzt vorne immer ein Pilot. Wie würden Sie sich fühlen, wenn vorne kein Pilot säße, sondern ein Flugzeugbauer? Der kennt das Flugzeug bis auf die letzte Schraube, muss also im Grunde schon wissen, was er da vor sich hat. Aber würden Sie mit viel Zuversicht einen Flug antreten wollen, wo kein Pilot, sondern ein Flugzeugbauer sitzt? Vermute mal nicht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen den Blinddarm operieren. Sie haben keinen Chirurgen, aber Sie haben einen Biologen. Auch der kennt die Anatomie des menschlichen Körpers bestens. Der weiß, wo der Blinddarm sitzt und wie man da hinkommt. Würden Sie sich von einem Biologen operieren lassen, wenn der Chirurge nicht da ist? Vermutlich nicht. Oder stellen Sie sich vor, der Club ist mal wieder in Abstiegsnöten hier und Sie müssen den Verein verstärken. Würden Sie Oliver Welke als Sportjournalist versuchen, als Fußballprofi zu engagieren? Der weiß, wie man wann die Abseitsregel greift, der weiß auch, wie man Taktik, wie man Strategie im Spiel gestaltet. Aber würden Sie ihn als Spieler engagieren? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Student, kommen an eine Uni und Sie haben, studieren Ökonomie und Sie haben einen Ökonomen, der kennt sich in seinem Fach aus. Der ist ausgewiesen über Forschung, hat viele Publikationen dazu geschrieben, aber ist didaktisch ein Laie. Würden Sie sich in dessen Lehrveranstaltungen setzen? Seltsamerweise ja, weil das beurteilen Sie anders. Sie gehen nicht in das Flugzeug, Sie lassen sich nicht von einem Biologen operieren und Sie würden auch Oliver Welke nicht dem Club empfehlen, aber Sie gehen in eine Lehrveranstaltung zu Leuten, die erstmal didaktisch keine Ausbildung haben, in der Regel, es gibt auch Ausnahmen. So, das bedeutet, wir haben das Phänomen des sogenannten Expertenlaien. Hochschullehrende sind Expertenlaien. Sie sind Experte in ihrem Fach, sie sind Laie in der Vermittlung oder in der Didaktik. So, und das ist der Ausgangspunkt. Und die Frage ist natürlich, was kann man ausgehend von dieser sehr zugegebenermaßen sehr holzschnittartig beschriebenen Situation, was kann man daran ändern? Und da gibt es viele skeptische Aussagen. Es gibt mal von Wienerker den Satz, eine Reform der Hochschulen ist so schwierig wie die Verlegung eines Friedhofs. In beiden Fällen fehlt nämlich die lebendige Mitwirkung von innen. Oder von Evanette Rogers der schöne Satz, Lehrende würden eher die Zahnbürste des Kollegen benutzen als dessen Lehrerfahrung oder Lehrbücher. Zeigt also, es ist nicht ganz einfach, sozusagen Lehrende, in Anführungszeichen, zu entwickeln.
Und ich will 3, 4 Thesen mal kurz zur Diskussion stellen, die vielleicht einerseits die Schwierigkeiten aufzeigen, aber andererseits vielleicht auch wieder Möglichkeiten zeigen. Die erste These wäre, Lehrinnovationen konkurrieren häufig mit anderen Innovationsthemen. Man muss einfach sehen, Lehre ist an der Universität nur eines von vielen Aktivitätsfeldern. Der normale Professor ist Mehrkämpfer, manche Dreikämpfer, manche Fünfkämpfer, manche Zehnkämpfer. Und das kommt schon in der Sprache zum Ausdruck. Also man spricht ja von Forschungsfreiheit, aber von Lehrverpflichtung. Also diese sprachliche Differenzierung zeigt schon sozusagen, das eine ist etwas Pflichtmäßiges, das andere ist etwas Kürmäßiges. Man spricht politisch jetzt von der Exzellenzinitiative, jetzt neuerdings gibt es ja neue Begriffe wieder, aber man spricht dann vom Qualitätspakt Lehre. Also was Martialisches gegen etwas sehr Luftiges, sehr Leichtes. Man muss wissen, dass der Status, die Karriere, die Reputation eines Hochschullehrenden nicht von seiner Lehrqualität oder von seiner Lehrreputation abhängt, sondern von seiner Forschungsreputation. Man muss weiter sehen, dass sozusagen die Karriere eines Wissenschaftlers nicht in der Hochschule bestimmt wird, sondern eher in der Disziplin, die dann über Tagungen, Konferenzen und so weiter außerhalb der Hochschule läuft. Also Lehrinnovation ist sozusagen ein Thema unter vielen und wenn man dann hochschuldidaktisch arbeitet, hat man oft sozusagen den Blick, das ist doch das Einzige und warum tut sich da nichts? Man muss es sozusagen kontextualisieren. Zum Zweiten, zumindest mal an deutschsprachigen Hochschulen, sind Lehrende nicht steuerbar, vielleicht beeinflussbar. Es ist nicht wie an angelsächsischen Hochschulen, wo der Dean sagt, wir machen jetzt Problem-Based Learning im Kurs und das wird dann sozusagen top-down verordnet. Und man kann das auch machen, weil man Incentive-Systeme, Ressourcenallokationssysteme hat, die das Implementieren helfen. An einer deutschen, schweizerischen und so weiter, auch vielen anderen Hochschulen oder Hochschulen aus anderen Ländern, muss man Lehrende überzeugen. Man muss sie sozusagen motivieren. Man darf nicht sagen, du musst, sondern es hat gewisse Vorteile, wenn. Und das bedeutet, für die Ansprache, für die Grunddiktion braucht man sozusagen entsprechende Kommunikationsstrategien. Dritte These, Lehrende streben prinzipiell nach guter Lehre. Ich kenne keinen Lehrenden, der sagt, ich will schlechte Lehre machen. Aber sie nicht alle streben nach Lehrinnovationen. Sie wollen eigentlich in dem, was sie schon immer machen, vielleicht etwas besser werden. Sie wollen ein paar Tipps bekommen. Sie wollen sozusagen schnelle Rezepte bekommen. Aber sie wollen sich nicht reflexiv tief damit auseinandersetzen müssen. Und hier gibt es dann diese schöne Kurve von Rogers wieder, die sagt, bei jeder Innovation hat man einige Innovatoren, einige Early Adopters. Wenn man die gewinnt, dann gibt es eine gewisse Ausstrahlung in der Organisation. Aber man hat hinten auch diese Laggards, also die, die man nie bewegen wird. Und das bedeutet, wenn man Hochschuldidaktik betreibt oder wenn man auch Hochschulentwicklung strategisch plant, muss man erstmal von dieser Vielfalt ausgehen und man muss sich sehr genau überlegen, wie spreche ich welche Gruppe an. Lohnt es sich beispielsweise, die dicksten Bretter noch zu bohren, weil die brauchen sehr viel Energie mit wenig Erfolgsaussicht. Oder gehe ich eher auf die, wo die Erfolgsschritte vielleicht etwas näher liegen. Vierter und letzte These wäre, Lehrende wollen nicht gleich in die Champions League der Didaktik, aber sie sind empfänglich für inkrementelle Verbesserungen. Das heißt, es ist für Lehrende, die ihre Fachinhalte gut vermitteln, aber vielleicht nicht sehr verständlich vermitteln, ein Fortschritt, wenn sie das vielleicht mit guten Beispielen und mit einer guten medialen Unterstützung besser können. Für solche, die die Inhalte gut vermitteln können, wäre eine nächste Zone der Entwicklung vielleicht das Methodenrepertoire zu erweitern. Und die, die dort schon sehr versiert sind, hätten vielleicht eine nächste Entwicklung, indem sie vielleicht noch studierendenzentrierter arbeiten. Ich will damit sagen, man muss sozusagen kleine Schritte planen und man muss sehr zielgruppenspezifisch schauen, wie kann man Leute entsprechend etwas weiterbringen. Ich komme zum Abschluss und will diesen Abschluss jetzt nicht in Form einer Zusammenfassung bieten, sondern mit 3 Cartoons eigentlich abschließen. Und zwar Cartoon 1. Wenn man Bildung als Leitziel von Universitäten ernst nimmt, dann bedeutet das, dass man nicht vorgespurte Schienenwege abgehen kann,
Also da gibt es nicht sozusagen den standardisierten Weg zum Erfolg, sondern, das zeigt ja auch dieses Cartoon hier, es ist eigentlich notwendig, diesen Schienenweg zu verlassen, auf offenes Gelände, auf offenes Terrain zu gehen und neues Terrain zu explorieren. Das heißt, Bildung bedeutet immer, sich auf Ungewissheit und auf Neues einzulassen. Das macht die Sache spannend, aber es macht sie auch sehr anstrengend. Dann zum Zweiten, wenn man so etwas in einer Organisation, sei es einer Fakultät oder sei es einer Organisation macht, bedeutet es, dass man immer kooperativ arbeiten muss. Es macht wenig Sinn, wenn man den Champion in einem Studiengang hat, aber der Rest läuft ziemlich dröge weiter wie bisher. Es braucht also kooperative Aspekte und das bedeutet, und auch das Cartoon macht es ja deutlich, alle müssen sich betroffen fühlen. Es muss so etwas wie eine gemeinsame Linie da sein. Und schließlich, dritter und letzter Punkt in der Zusammenfassung, die Verfolgung von anspruchsvollen Bildungszielen bedeutet immer langer Atem. Man braucht Zeit. Und das Gegenteil von Zeit ist die Spatzenorganisation. Sie kennen das aus der Organisationspsychologie vielleicht. Spatzen sitzen auf dem, oder Vögel sitzen auf den Ästen. Dann gibt es sozusagen eine Strategieentwicklung. Ich habe gehört, auch hier steht ja einer an. Das heißt sozusagen bildhaft gesprochen, man klatscht in die Hand, die Spatzen fliegen hoch. Es verändert sich kurzfristig etwas, aber die Gefahr ist, dass sie 2 Minuten später wieder auf dem alten Ast sitzen. Das heißt, Spatzenorganisation heißt kurzes Aufscheuchen, danach alles wie bisher. Und das bedeutet, wenn man Bildungsziele in einer Organisation erreichen möchte, dann heißt das langer Atem, dann heißt das nicht nur dafür zu sorgen, dass alle mal aufgescheucht werden, sondern dass man vielleicht den Baum etwas anders gestaltet und dass man mit den Spatzen in einer etwas anderen Art und Weise umgeht. In diesem Sinne ende ich, ohne das Thema abzuschließen, und wünsche Ihnen noch viele anregende Diskussionen im Laufe des Tages. Herzlichen Dank.